In diesem Video möchte ich dir 10 Tipps mit auf den Weg geben, wie du dein Becken im Urlaub sicher betreuen kannst. Hey Leute, hier ist wieder Tobi von Aqua Owner, dem deutschen Aquascaping-Kanal. Und in diesem Video geht es mal um das Thema Urlaubsbetreuung. So langsam fahren die ersten von euch sicherlich schon wieder in den Urlaub. Bei mir steht tatsächlich in 2 Wochen ein einwöchiger Urlaub an. Und genau deshalb war es mal an der Zeit, sich dem Thema zu widmen. Was macht man eigentlich mit seinem Aquarium, wenn man im Urlaub ist? Und deshalb zeige ich dir in diesem Video 10 Tipps, wie du dein Becken am besten auf einen Urlaub vorbereiten kannst. Tipp Nummer 1. Mach direkt vor dem Urlaub noch einen großen Wasserwechsel. Ruhig etwas größer, als du normalerweise machen würdest. Denn wenn du in der Zeit nicht die Möglichkeit hast, das Wasser zu wechseln, sorg dafür, dass direkt vor dem Urlaub noch einmal so viel Frischwasser wie möglich drin ist, damit sich keine Nährstoffe anreichern, damit keine unnötige organische Belastung im Becken sich anreichern kann und es deinen Fischen und deinen Pflanzen einfach möglichst gut geht. Tipp Nummer 2. Kontrolliere den Filterdurchlauf. Das bedeutet nicht, mach den Filter direkt vorher sauber. Das würde ich dir nämlich nicht empfehlen. Denn falls irgendetwas dabei schief geht, falls du zu viele von den nützlichen Bakterien entfernen solltest und dir dein Becken irgendwie aus den Fugen gerät, kannst du es im Urlaub nicht kontrollieren. Sorg aber dafür, dass der Filterdurchlauf hoch genug ist, dass also genügend Strömung im Becken ist und dass der Filter einfach genug Wasser umwälzt. Mach dafür am besten den Vorfilter sauber, sorg dafür, dass die Ein- und Ausläufe sauber sind und mach vielleicht, wenn du Außenfilter hast, nochmal extra die Schläuche sauber. Das Filter Material selber würde ich allerdings unangetastet lassen. Tipp Nummer 3. Wenn du offene Becken betreibst, so wie ich das hier mache, würde ich dir empfehlen, wenn du länger als nur ein paar Tage weg bist, die Becken abzudecken. Wenn du keine passende Abdeckscheibe für die Becken hast, dann funktioniert das auch einfach, indem du, wie bei einem Wabikusa auch, Klarsichtfolie über das Becken drüber packst. Das sorgt einfach dafür, dass du die Verdunstung reduzierst, denn gerade bei offenen Becken ist es ja so, dass wir alle paar Tage Wasser nachfüllen müssen, damit der Wasserstand nicht zu sehr absinkt durch die Verdunstung. Und das wollen wir im Urlaub vermeiden, denn wenn der Wasserstand zu weit absinkt, kann es sein, dass unsere Filterausläufe vielleicht nicht mehr ganz im Wasser sind, dass es dadurch dann zu stark plätschert oder der Filter Luft zieht und so weiter und so fort. Wollen wir alles nicht haben, deshalb bei offenen Becken möglichst diese abdecken. Tipp Nummer 4 und etwas sehr, sehr Wichtiges, was so ein bisschen Vorausplanung erfordert, mach vor dem Urlaub keine größeren Änderungen mehr am Becken. Soll heißen, setz nicht eine Woche vor dem Urlaub eine neue Lampe drauf oder fang auf einmal eine neue Düngemethode kurz vorher an. Ja, gerade diese ganzen Sachen können natürlich dazu führen, dass das Becken so ein bisschen kippt, dass das Nährstoffgleichgewicht aus den Fugen gerät und dann kommen Algen. Und wenn ihr dann 2 Wochen nicht da seid und wieder zurückkommt, wollt ihr dann nicht so eine grüne Hölle vor euch haben. Ja? Deshalb, wenn ihr plant, eine Änderung an eurem Becken zu machen, etwas Größeres, neuer Filter, neues Licht, neue Düngung, irgendwie sowas, oder eine super große Menge neuer Pflanzen, einen Schwarm neuer Fische, irgendwie sowas, macht das spätestens 2 Wochen vor Abreise, idealerweise 4 Wochen vor Abreise. Aber macht das nicht ein paar Tage vorher. Wartet dann lieber damit bis nach dem Urlaub. Tipp Nummer 5. Wenn du länger weg sein solltest, ja, und du hast Besatz im Becken, Fische oder auch Garnelen, die vielleicht in deinem Becken nicht so viel zu fressen finden, dann sorg dafür, dass irgendwie Futter reinkommt. Am einfachsten geht das über einen sogenannten Futterautomaten. Links zu den ganzen Produkten, die ich hier in diesem Video nenne, findest du auch unten in der Videobeschreibung. Schau dir das also mal an, klick da auf den Link und dann siehst du auch ganz genau, was ich meine und wie so ein Ding funktioniert. Mit einem Futterautomat kannst du halt automatisiert Futter zugeben zu deinem Becken. Du musst nicht vor Ort sein, das Ganze läuft dann über Zeitschaltuhren, wird einprogrammiert, wann das Futter und wie viel Futter gegeben werden soll. Und dann bist du nämlich völlig auf der sicheren Seite, dass gerade wenn du Fische im Becken hast, die auch die ganze Zeit Futter bekommen. Es ist in den meisten Fällen kein Problem, das Becken mal 2, 3, 4 Tage alleine stehen zu lassen und selbst dann Fische nicht zu füttern. Länger, gerade wenn es dann aber auf eine Woche hingeht oder natürlich länger als eine Woche, dann muss natürlich irgendwie nachgefüttert werden und da bietet sich so ein Futterautomat an. Tipp Nummer 6. Wenn du mit CO2 arbeitest in deinem Becken, dann kontrollier vorher nochmal, ob die CO2-Flasche noch voll genug ist, um den Urlaub zu überstehen. Das ist jetzt bei Einweganlagen ein bisschen schwierig, weil da hast du kein Manometer, was dir anzeigt, wie voll die Flasche noch ist. Wenn du aber eine Mehrweganlage besitzt, wo du den Flaschendruck sehen kannst, dann kontrollier mal, wie hoch der Druck auf der Flasche noch ist. Wenn sich der Druck langsam Richtung 50 Bar nähert, dann kannst du davon ausgehen, dass die Flasche bald leer ist. Das Problem ist nicht mal unbedingt, dass vielleicht im Urlaub dann dein CO2 ausgehen könnte. Das ist natürlich für die Pflanzen ein Problem. Das ist den Fischen aber reichlich egal, wenn du Fische drin hast. Das größere Problem ist, gerade wenn du einen Einkammerdruckminderer benutzt, steigt der Arbeitsdruck, wenn der Flaschendruck sinkt. Ja, also wenn die Flasche kurz davor ist, leer zu werden, steigt dein Arbeitsdruck auf einmal und du pumpst mehr CO2 ins Becken.
Das ist normalerweise nicht problematisch, weil wir können das ja jeden Tag nachregeln, wenn wir dann reingucken. Aber wenn du 2 Wochen lang nicht da bist und dann kurz bevor die Flasche den Geist aufgibt, nochmal richtig viel CO2 ins Becken gepumpt wird, dann ist das für deine Pflanzen zwar wiederum egal oder sogar gut, ja, aber je nachdem, was für Besatz du drin hast, kann das halt ziemlich blöd werden. Um das zu verhindern, könntest du einen Doppelkammerdruckminderer benutzen. Auch da findest du einen Link unten in der Videobeschreibung. Der verhindert das nämlich. Also der hält den Arbeitsdruck immer konstant, selbst wenn der Flaschendruck sinkt. Das wäre also eine Alternative. Oder eben die andere Alternative ist, wenn dein Flaschendruck eh schon langsam sinkt und du weißt, die Flasche wird bald leer sein, tausch sie vor dem Urlaub nochmal aus gegen eine volle, damit du auf jeden Fall auf der sicheren Seite bist. Das Thema Düngung ist im Urlaub natürlich besonders heikel. Ich würde dir empfehlen, an dem Tag, an dem du abreist, ja, wo du auch nochmal den großen Wasserwechsel gemacht hast, du erinnerst dich an Tipp 1, da solltest du auch nochmal düngen und zwar mit einer Wochendosis. Es kommt natürlich darauf an, wie lange du jetzt weg bist. Wenn du nur 2 Tage weg bist, dann ist es auch egal, wenn das Becken mal einen Tag nicht gedüngt wird. Aber nehmen wir an, du bist eine Woche weg, dann solltest du auch an dem Tag nochmal eine ganze Wochendosis düngen. Auch wenn du dein Becken ansonsten bisher täglich gedüngt hast, rechne das einfach hoch auf die Tage und düng dann für eine Woche. Du solltest allerdings nicht, wenn du jetzt länger als eine Woche weg bist, eine Stoßdüngung machen mit einer Dosis, die höher ist als für eine Woche, weil dann hast du einfach am Anfang viel zu viele Nährstoffe drin und das kriegen deine Pflanzen nicht schnell genug weg. In so einem Fall ist natürlich durchaus eine Alternative eine sogenannte Düngedosieranlage, also eine automatisierte Düngeanlage. Das ist nicht ganz billig, aber gerade wenn du häufig verreist, wenn du länger weg bist, ist das eine schöne Alternative, weil damit kannst du deine Düngung wirklich komplett automatisieren. Du kannst mehrere Dünger düngen, du kannst sie zeitversetzt düngen, du kannst genau einstellen, wann was gedüngt werden soll. Das ist schon eine enorme Erleichterung. Aber wenn es halt nur so in dem Bereich bis zu einer Woche ist, dann ist es auch kein Problem, einfach mal eine Stoßdüngung zu machen, um halt für eine Woche vorzudüngen. Tipp Nummer 8. Wenn du im Urlaub bist, verringere ein wenig die Beleuchtung. Denn gerade wenn du jetzt auch nicht die ganze Zeit düngen kannst, wenn du also länger weg bist oder wenn es nur eine Stoßdüngung gibt, wo die Pflanzen normalerweise eine tägliche Düngung bekommen, reduziere ein bisschen das Licht. Nicht sonderlich stark, ja, also wir reden jetzt davon, meinetwegen du hast 10 Stunden Beleuchtung, dann geh jetzt auf 9 Stunden oder geh auf 8,5. Wenn du nur 6 Stunden Beleuchtung hast, würde ich sagen, musst du nicht großartig reduzieren, vielleicht auf 5,5. Also nicht wirklich viel, es geht nur darum, dass du dafür sorgst, dass die Pflanzen ein bisschen weniger Nährstoffe aufnehmen. Denn damit kannst du natürlich die Stoßdüngung, die du gemacht hast, auch noch mal ein bisschen strecken. Ja? Also wenn du für eine Woche Stoß gedüngt hast und dann auch noch die Beleuchtung auf eine Stunde reduzierst, dann kommst du mit der Nährstoffmenge, die du eingebracht hast, vielleicht nicht nur eine Woche aus, sondern vielleicht 9 Tage, 10 Tage, sowas um den Dreh. Kannst du es also so ein bisschen strecken und wenn die Pflanzen weniger Licht bekommen, verbrauchen sie eben auch weniger Nährstoffe. Tipp Nummer 9, der so ein bisschen an Tipp Nummer 8 anschließt, eine andere Möglichkeit, den Nährstoffverbrauch zu reduzieren in deinem Becken, ist ein starker Rückschnitt der Pflanzen. Wenn du vielleicht ohnehin das Trimmen so ein bisschen vernachlässigt hast, dann ist kurz vorm Urlaub vielleicht ein ganz guter Zeitpunkt, um das mal nachzuholen. Denn wenn du dein Becken stark zurücktrimmst, also wirklich viel Pflanzenmasse aus dem Becken entfernst, ist natürlich auch weniger Pflanzenmasse da, die Nährstoffe aufnehmen kann. Und das sorgt natürlich auch dafür, dass halt über den Zeitraum, bis die Pflanzen nachgewachsen sind, weniger Nährstoffe von den Pflanzen aufgenommen werden können und du deshalb auch weniger Nährstoffe verbrauchst, weniger Nährstoffe einbringen musst. Das ist gleichzeitig auch eine große Fehlerquelle für euch, wenn ihr mal stark zurücktrimmt und dann aber eure Düngung nicht anpasst. Denn dann kriegt ihr schnell Algen, weil die Pflanzen das Angebot, was bisher da war, nicht mehr verbrauchen können, weil einfach viel weniger Pflanzen da sind. Achtet da also drauf, aber gerade vom Urlaub, um den Nährstoffverbrauch zu reduzieren, ist das eine gute Möglichkeit, wenn du vielleicht ohnehin dein Trimmen ein bisschen vernachlässigt hast. Und Tipp Nummer 10, der offensichtliche Tipp, sucht euch jemanden, der euer Becken im Urlaub betreuen kann. Ja, das ist jetzt natürlich etwas, was so ein bisschen aus der Reihe fällt, aber das ist wirklich die beste Möglichkeit, euer Becken sicher durch den Urlaub zu bringen. Findet jemanden, den das irgendwie interessiert, der mir das zeigen könnt, der mir genau aufschreibt, wann er was zu tun hat, dann ist das ja auch überhaupt kein Problem. Im Zweifelsfall, wenn ihr lange weg seid und euer Becken sehr, sehr gut gepflegt haben wollt, bezahlt auch jemanden dafür. Ich denke, das ist auch kein Problem, da jemanden zu finden, der sich dann genau an eure Anweisungen hält. Trefft euch einmal vorher, zeigt ihm das Becken, zeigt, wo alles steht, was er alles machen muss und dann ist das sicherlich die beste Möglichkeit, dein Becken sicher durch den Urlaub zu kriegen. So, ich hoffe, dieses Video hat dir gefallen. Ich hoffe, da waren ein paar nützliche Tipps für dich dabei, die du mal umsetzen kannst, wenn du das nächste Mal in Urlaub fährst. Also, ich blende dir jetzt hier wie immer noch 2 weitere Videos ein, die dich vielleicht interessieren könnten. Schau da mal rein, da geht es auch um andere Themen des Aquascapings. Und wenn dir dieses Video gefallen hat, gib mir doch bitte einen Daumen nach oben, dann weiß ich nämlich, dass es dir gefallen hat. Und dann kann ich mir überlegen, ob du vielleicht mehr Videos in dieser Art sehen möchtest. Und wenn noch nicht geschehen, abonniere auf jeden Fall auch diesen Kanal, denn dann verpasst du keine weiteren Videos mehr in der Zukunft und wirst immer informiert, wenn ich etwas Neues hochlade.
Also wir sehen uns jetzt beim nächsten Video wieder. Bis dahin, haut rein, Leute. Ciao, ciao.